Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Ja, wir befinden uns hier gerade auf unserer Mann Station, die hier schön rumschwebt und jetzt ihre zwei oder ihre vier Kühlmodule erhalten hat beim letzten Mal, die gerade ganz gemütlich kühlen, was aber leider nichts gegen unsere Verstrahlung hier hilft. Ich habe auch noch ehrlich gesagt keinen Plan, wie wir das machen. Ich schaue gerade nach Mods, ob da irgendwie so ein, keine Ahnung, speziellen Mod gibt für Kerbalism. Aber was wir jetzt machen werden, wir werden hier unser kleines Teil abdocken, damit wir das hier machen können. Wir machen jetzt aber TET von hier steuern und machen dann Knoten koppeln. Aber man kann nicht mit... Ich will schnell wechseln. Oder was? Focus Man Station 001. Ich steuere das Teil gerade echt, ne? Bis wir wieder einen Funk kriegen, brauchen wir. Funk haben wir? YOLO! Wir drehen um und setzen zur Landung für das Teil an. Einfach mal runterbrennen auf Null. Tschüss, Mann Station. Auf Wiedersehen. Da 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 da. Das Ding hat ja auch eigentlich so oder so genug Thrust. Das ist da einfach der Hammer. Morgen sollte ich jetzt dann auch endlich meine RTX einbauen können, meine 280er. Ich hoffe mal, dass es soweit kommt. Wäre auf jeden Fall schön. So, das Teil lassen wir jetzt zum Boden droppen. Es wird offiziell als Müll eingetragen. Raumfahrzeug umwenden ist Trümmer annehmen. Netzteil kann ich wahrscheinlich wechseln, oder? Nee. Kein für Zentrierung in der Nähe. Verwenden Sie die Kartenansicht und ziehen Sie. Ah, okay. Aber ich weiß jetzt zumindest, wo das geht. Und angeblich kann ich irgendwo vielleicht auch noch Dinge einstellen. Oh, hier ein leerer Button, das weiß ich auch nicht. Aber irgendwo kann ich wahrscheinlich. Connected Living Spaces, ach so. Nee. Stufen. Kann ich das irgendwo anstellen? Nee, schaut nicht so aus. Action Sets. Action Groups bearbeiten. Cool, das geht sogar. Oh. Das habe ich noch nicht gewusst. Oh mein Gott, danke für die Info. Oh mein Gott, Action Sets kann ich dort bearbeiten. Wie geil ist das denn? Für Filme, wenn ich was vergesse, auch genial. Jetzt gehen wir zur Ortungsstation. Die darf jetzt natürlich, oder das Teil darf jetzt in die Trümmer zerfliegen. So, was wir jetzt auf jeden Fall machen werden, ist eine Rakete starten. Und zwar von unserer Hauptbasis, die sich hier befindet. Und zwar starten wir heute einem weiteren Moonlander. Aber ich glaube, was komplett anderes wie sonst. Und zwar starten wir heute eine Moonlanding-Mission mit einem einzigen wirklichen Zweck. Eine Umlaufbahn auf Mann erzeugen, relativ nah am Pol zu landen und dort mit Forschungsgeräten zu arbeiten. Ich glaube, das haben wir in diesem Fall bis jetzt noch nicht gemacht. Ich habe aber schon wieder 4 Minuten dieser Folge verschwendet, was natürlich auch wieder genial ist. Ich überlege gerade, wie wir das am besten machen, welches Teil wir verwenden, denn in der nächsten Folge würde ich dann spätestens die Landung auf Mann anlegen für diese Sache. Das wäre ein Länder, den wir wirklich dann dauerhaft verwenden. Ich will mit der Kapsel diesmal wieder arbeiten. Wir tun oben das typische Zeug drauf.
docken wird es nicht an unsere Station. Das wird zukünftige Missionen wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich dauerhaft machen. Vor allem, wenn sie Bodensamples mitnehmen, damit sie die analysieren können. Mein Ziel ist aber heute eigentlich, was ist denn das? Cherry Light. Im Ernst? Es gibt's? Wie geil ist das denn? Für Rover dann auf Station bestimmt ganz cool. Aber, Alter, wie viele Sachen haben wir denn schon freigeschaltet teilweise? What? What? Das sind die neuen Teile, genau. Komplett überfordert mit dem Leben und so, ne? Keyfane hat ja nicht funktioniert, wie wir wissen. Und... Wo ist denn das? Da. Der große Fallschirm. Und seitlich würde ich zwei von den kleinen Bremsfallschirmen anbringen. Ich weiß nicht, mit was für einer höheren Geschwindigkeit. Wo sind denn die? Bin ich jetzt blind? Da waren die doch. Da, hier. Sind sie doch noch. Ich weiß nicht, was ich habe, aber ich bin blind. Wie ich auch schon. Blind bin ich. So. Unten natürlich ein Heat Protection Shield. Wieder für die Landung. Für die Landung. Und wenn alles gut läuft, tun wir jetzt auch bald schon streamen. Denn wenn jetzt alles funktioniert und morgen ich wirklich meine 380 einbauen kann, oh, da kriegt man, da wird einem ganz flauschig drin. Dann kann auf jeden Fall einiges gemacht werden. So, warte mal. Was ist da drin? Oxidator, FTD und Monotreibstoff. Open. Oh, ich kann Teile reinbauen. Jawohl. Das bedeutet, ich kann da so eine Box reinsetzen, oder? Ja, Portable Container. Hey! Och, Manno. Wo soll ein Container hier reinsetzen? Ist der locker, geht der? Das bringt ja auch nicht. Ich brauche die großen Container rein, theoretisch. Und ich will jetzt auch nicht so ein riesen Ding mitnehmen, weil... Portal Container, das war doch genau das, was nochmal... War das... Konnte... Hä? Dienstmodul. Was ist denn das für ein Dienstmodul, bitte? Das kannst du außen anhängen. Gut zu wissen, warum das andere nicht. Hat es ein Inventar? Nee, hat es auch nicht. Okay, tu mal das Teil wieder weg. Das ist ja langweilig. Das ist auch ein Dienstmodul. Also ich will versuchen, dass wir das alles in das Line of Sight halten. Gibt es denn sonst kleine Module? Habe ich klein gesagt? Das würde gehen. Das ergibt ja auch keinen Sinn, dass ich so eine lange Storage Unit oben habe. Obwohl, rein theoretisch kann ich das so ranhängen. Und dann bremst er halt so runter. Wie viel passt denn da rein? Wow, das sind coole Designs. Kann ich die Kapsel auch schwarz machen? Nee, da gibt es keine Farben. Schade. Dann bleibst du auch im stilistischen Weiß. Und dann können wir nicht hier ins Inventory die ganzen Wissenschaftssachen reintun. Wahnsinn. Denn ich bin mir relativ sicher, oder ihr könnt es mir in die Kommentare schreiben, aber ich bin mir eigentlich sicher, dass wir das bis jetzt noch nicht gemacht haben. Da sind die... Ach, bin ich dumm, warte mal, bevor wir jetzt das wirklich so machen. Wir lassen das mal kurz. Aber, das ist hier drunter. Hier war irgendwo das Dienstmodul. Service Tank war das hier. Open. Bevor ich nicht jetzt irgendeine Scheiße mache. Oh Gott. Nein, stopp. Ist der kleinere, ne? So. Da passen jeweils drei Sachen rein. Ist bei mir was umgefallen? Also in drei Sachen, das ist ja schon mal gar nicht doof. Schleimotron, Experimentenüberwachung, Wetteranalyse. Okay, dann tun wir in dich zum Beispiel jetzt hier die Wetteranalyse, den Schleimotron und die Wetteranalyse. Also das hier ist die Experimentenüberwachung, der Schleimotron. Und in die andere Sache tun wir drei Photovoltaikanlagen.
Ich glaube, das ist gar nicht doof so. Close this. Und aber rein theoretisch können wir da nicht auch die Nahrungssachen renten. Das ist perfekt. So. Und Alter, merkt mir auf, wie groß diese Teile scheiße teilweise sind. What the fuck? Ah, die passen da gut rein. Perfekt. Und dann können wir das closen. Ich würde sonst sagen, dass wir das als das Backflow-Gerät machen. Also jetzt ist gerade das drin. Nope. Give it back to me. Give it back. Come on. Schau mal, Triebwerke. Haben wir schon die seitlichen Triebwerke? Triebwerkschraube. Ich will meine Schraube. Krutsche fix, gib mir meine Triebwerkschraube. Das ist ein Monotreibstoffantrieb. Der ist eigentlich relativ unnötig bei sowas. Spark Engine provides thrust. Verwendet, was für Antriebe verwendet ihr? Oxidator und FDD. Oh, Oxidator, was ist der Unterschied zwischen den beiden? Ist das komplett gleich? Brauchen wir euch beide mal? Nope, da dürfen dann höchstens zwei von existieren. Die haben 900 Meter, Meter Thrust. Und das 1,4-fach. Das ist gut. Die haben sogar noch mehr. Haben halt weniger SQW und längere Zündleit. Standardqualität, hohe Qualität. Aber auch nur zwei Zündungen, das wäre auch wieder ungut. Die hätten 33 Zündungen. Das passt eher mir in den Hagel rein hier. Dann bauen wir hier nicht wieder eine, dann bauen wir in diesem Fall eine Landing Stage sogar ein. Das ist das, was zurückkommt. Mit dem Boost sollten wir auf 0,4 kommen, wenn wir im Vakuum sind. Ja, das wird schon. Das wird schon klappen, denke ich mir. Oder haben wir sonst noch Alternativen? Wir hätten diese fetten Antriebe, aber die. Sind halt doch zu groß. Ich würde halt gerne ohne die untere Stage fliegen. Oder halt nur die untere Stage zum Starten verwenden, ne? Zack. Und dann die untere Stage. Das Schlimmste ist eigentlich immer herausfinden, welche Teile man verwenden will. So. Hier. Dann brauchen wir Füße. Füße, 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 Füße. Les Füße. Eingefahren starten. Perfekt. Ich mag die Füße, die sind cool. Die sind einfach cool. Und die schauen immer gut aus, finde ich. Also die haben echt so einen Dauerstil. Dann gibt es natürlich RCS Thrusters. Um das Ganze zu providen. Lebenerhaltung haben wir. Wir haben auch noch kein RCS-Modul. Das können wir nicht rein theoretisch jetzt. Zweimal. Zack. Zack. Nehmen wir das Verbesserte hier rein. Da kriegen wir nicht unsere Elektronik auch wieder zurück. So, das ist die Stage, die sozusagen dann landen soll. Zack, zack, zack. Zack. Dann brauchen wir die dementsprechenden Thruster. Hoher Vakuumschub. Ah, okay, aber vielleicht kleiner. Kleinere Vakuumschubteile. 18. Die haben noch weniger. Oh, das könnte unangenehm werden sonst. Wie ist denn das, wenn ich so eine zum Beispiel die Swings hier unten ran nehme? Die Swings hat 0,3 der Fracht.
Wir tun ausfahren, weil wir müssen ja natürlich auch schauen, dass die Füße sonst nicht zu tief hängen. Aber die ist zum Beispiel zu lange. Wir nehmen wieder unsere typischen, würde ich sagen, oder? Compact. 2100 MS. Ja, okay, die eine alleine wird wenig Schub haben. Aber die zusammen sind relativ stark. Stark! So, okay. Dann machen wir hier auf mittelkurz. Und dann ändern wir die Größe dieses Boosters. Dann gehen wir auf Next Stage. Haben wir noch nichts? Haben wir nichts Größeres? Wir sind in der Größe. Oh, leck mich. I hate it. I hate it so much. So, bedeutet, das ist die Stage, die nach oben soll. Mit 2000 MS kommen wir aber voll weit. Ja, wir machen nur noch den. Ich muss gerade überlegen. Mache ich noch eine Zwischenstage oder nicht? Ich würde was Neues probieren. Ich würde mal ein bisschen anderen Antrieb. Ich würde jetzt hier das hier machen. Auf hohe Qualität natürlich und mit Shroud. Und uns dann zwei Seitenbooster bauen. Zack. Und natürlich mit großen Tanks. Mit den dicken Oschis. So, und hier oben kommt nochmal eine kurze Shroud drauf. Dann, nope. Hier. Hier. Und ja, ich will natürlich so viel wie möglich jetzt hier vollpumpen, ne? Das ist jetzt wohl klar, dass man hier nichts verschwendet. Wo ist denn das jetzt hier? Zu groß. Ich brauche eine Medium-Spitze, bitte. Genau. Ein bisschen heftige Rakete. Aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich will halt schauen, dass wir... Versuche jetzt das hier noch ein bisschen nach unten zu manövrieren. So. Dass wir sozusagen mit den Seitenboostern fast alleine abheben können. Weil dann haben wir hier so richtig viel Thrust drin. Und der Unterschied wird sein, wir brauchen unter Tankies. Tankies. Hier das hier. Das geht von hier nach hier. Und dann geht der... Wo ist es denn? Structures. Ganz unten wieder hier das Kabel. Von hier nach hier. Und ein Kabel von der Startposition hier rüber. Das Ding hat natürlich jetzt einen ordentlich Boost. Und wird sich höchstwahrscheinlich auch so dementsprechend verhalten. Wenn ich hier die kappeln, dann statt... Ne, warte mal, das stimmt nicht ganz. Da die kappeln die und das muss davor die kappeln. Dann die kappelt das, dann starten die hier. Das muss eins höher. Was wir nicht vergessen dürfen, was mir jetzt gerade eingefallen ist. Wir haben noch nicht mal eine Batterie. Oh, no batteries inside. Oh, das war unangenehm. Batteries. Machen wir auf der Seite auch nochmal. Pressen wir mal so viel Energie da rein, wie geht. Zack. Und zack. Und dann haben wir hier ein Energiepaket drin. Das sollte hoffentlich reichen. Close. Sollte. Und... Oh, guck mal. Da guckt eine Batterie raus. Da guckt eine Batterie ja raus. Kuckuck. So. Ist jetzt wurscht. Ich mache mir jetzt da keine große Mühe. Das soll ja da drin nur verpackt sein. So. Und dann will ich nämlich, dass wir hier außen...
Irgendwo müssen wir die anpacken. Wir brauchen so lange, mal, wenn wir starten ja nur mit dem Teil. Machen wir es mal so. Das sollte heute hoffentlich klappen. Wir geben denen noch Werkzeug mit. Seed Inventory. Das können wir jetzt wieder wahrscheinlich unter Werkzeugen hier machen, oder? Ich bräuchte einen Schraubendreher oder einen Schraubenzieher oder irgendwas in der Art, Leute. Ein Sitz kriegt zwei Schraubenzieher und ein Schraubenteil. Einfach damit auch immer genug dabei ist. So. Der zweite Seed bekommt es natürlich auch. Damit wir genug haben. So, und close. Und das ist die Beventara. Oder Ben... Terrestra. Ben Terrestra. Die Antriebe hier unten natürlich noch auf hoch setzen. Die sind auf hoch gesetzt. Perfekt. Die Antriebe sind noch auf Standard. Das ändern wir jetzt. Zack. Und die oberen haben wir, soweit ich weiß, schon geändert. Perfekt. Dann speichern wir das Ganze. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann auf der Startbahn oder auf dem Launchpad da draußen wieder und machen uns auf den Weg Richtung Mann, um dieses schöne Teil zu landen. Geht sich leider nicht mehr in dieser Folge aus, aber dafür haben wir dieses riesige... Mein Freund, komm mal runter. Dieses Monster bauen können, wo ich mir denke, das ist ja auch schon mal was. Es ist ja riesengroß, wieder massiv. Und ja, dann schauen wir uns mal beim nächsten Mal die Bodenmessungen von Mann an. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.